Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Markus Opdenbrenk, an dir ist echt eine prima Ballerina verloren gegangen. Diese Pirouetten, das muss erstmal jemand nachmachen, Donnerlütsch. Ich will gerne, weil das vielleicht auch die Zuschauerinnen und Zuschauer wundert, erstmal darauf zurückkommen, worüber wir eigentlich reden und warum wir eigentlich in der Geschichte einen staatlichen Betrieb haben, staatliches Glücksspiel haben. Wir haben einen Kanalisierungsauftrag. Man muss konstatieren, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, oder manche Menschen das Bedürfnis haben, Glücksspiel auch zu spielen. Und die Frage ist eben die Grundsatzfrage, die wir heute nicht diskutieren, aber die man immer im Kopf haben muss. Legalisiert man das oder versucht man das zu kanalisieren? Auf diesem Weg haben wir uns überparteilich verständigt, dass wir versuchen, das zu kanalisieren in einem gewissen Rahmen. Und es ist historisch so gewachsen, dass bestimmte Arten von Glücksspiel nur in staatlichen Casinos stattfinden dürfen. Und da muss man natürlich, das ist, glaube ich, die Folie, die die FDP auch immer aufmacht, ich sage gleich noch was zu den Motiven, dann kann man natürlich darüber diskutieren, macht man das privat, macht man das rein privat oder behält man einen staatlichen Anbieter. Mit Ihnen über die Frage, privat oder Staat zu diskutieren, ist so ähnlich wie mit Margot Honecker über die DDR zu reden. Es ist auf jeden Fall kontrovers und man muss damit rechnen, nicht auf Einsicht zu stoßen. Ich will dennoch ein paar Punkte nennen, die aus unserer Sicht dafür sprechen, dass das in staatlicher Hand anders als in privater Hand funktioniert. Und ich will vor allen Dingen auf den Aspekt Spielerschutz eingehen. Herr Witzel, Sie und ich waren eingeladen bei einer Diskussion der Automatenwirtschaft in Ihrer Heimatstadt Essen. Und da war ein Forscher, der gesagt hat, die Trümper-Studie, die feststellt, dass 50% der Gewinne bei den privaten Spielhallenbetreiber, bei dem privaten Glücksspiel, Verluste von Spielsüchtigen seien, hält er für viel zu wenig. Er geht von 80% aus. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was Westspiel alles unternimmt, um Spielerschutz zu gewährleisten, von Kooperation mit Verbänden, von Kooperation mit der Uni Mainz, die ein eigenes Zentrum zur Erforschung von Spielsucht hat, und natürlich auch mit dem Initiativkreis Spielsucht hier in Nordrhein-Westfalen. Es gibt regelmäßige Evaluationen der Konzepte, es gibt Beratungsangebote für die Spielerinnen und Spieler. Und wenn man jetzt mal einen Moment Ihrer betriebswirtschaftlichen Logik folgt, Sie kritisieren, Westspiel hat einen Fehlbetrag. Und Sie, so war das in der Zeitung zu lesen, würden favorisieren, das an Private abzugeben. Würde es nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll sein, dann auf das Personaltableau zu schauen, um Kosten zu sparen? Und würde der Private nicht als erstes genau die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, die die Spieler davon abhalten, mehr zu spielen? Herr Witzel, es ist fadenscheinig, dass Sie ein Dutzend kleine Anfragen machen, dass Sie immer wieder Westspiel aufs Tableau heben, dass Sie Mitarbeiterfeste skandalisieren in einer Art und Weise. Und das Motiv, was dahinter steht, ist vielleicht darin zu suchen, dass Ihre Partei in der Vergangenheit sehr eng mit einem großen Anbieter aus der Automatenwirtschaft verbunden ist, nämlich Herr Gauselmann. Ich habe mir das noch mal rausgesucht. Ich zitiere hier mit Erlaubnis des Präsidenten aus der Süddeutschen Zeitung vom 9. September 2012. FDP soll verdeckte Millionenspende erhalten haben. Überschrift 10. März 2012. Liberale Leibwächter für den König der Automaten. Und am 24. September 2012 war auf dem Forum Lobby Control zu lesen. Alles übrigens Zitate, wo es keine Gegendarstellung gab, auch von Ihrer Seite nicht. Und im September 2012 mussten Sie dann einräumen, dass der Bericht des Magazins Monitor stimmt, dass die FDP über eine Tochterfirma von der Gauselmann AG mehrere Millionen Euro erhalten hat. Und offenbar fühlen Sie sich jetzt verpflichtet, immer wieder nachzulegen und lassen keine Gelegenheit aus, den staatlichen die staatliche Westspiel. Nein, ich gebe ja. Herr Kollege Abel, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Witzel zulassen? Herr Kollege Witzel, bitte. Und vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Abel, ich weise in aller Form Ihre schäbigen Unterstellungen hier zurück und kann Sie nur auffordern,
kann Sie nur auffordern, sich zu erkundigen, was Ihr früherer grüner Fraktionschef Priggen zum Thema Umgang mit Lobbyismusvorwürfen unter Abgeordneten dazu in dieser Legislaturperiode gesagt hat. Meine Frage an Sie lautet: Angesichts der Tatsache, dass es verschiedenste Regierungen gibt, auch mit grüner und roter Regierungsbeteiligung in anderen Bundesländern, die ausdrücklich andere Modelle haben, die es Privaten ermöglichen, sich auch mit an dieser Stelle einzubringen, halten Sie diese anderen Regierungen für gewissenlos? Ist in diesen anderen Bundesländern Spielerschutz kein Thema? Vielen Dank, Herr Witzel, dass Sie Gelegenheit geben, mir das klarzustellen. Natürlich gibt es in anderen Ländern alle andere Modelle, die zum Teil auch anders historisch gewachsen sind. Aber die Behauptung, die Sie immer wieder im Zusammenhang mit Westspiel aufstellen, ist ja, dass es für das Land ein Verlustgeschäft ist. Und dass es keinen Unterschied gibt, zu den Privaten, das habe ich Ihnen eben versucht. Sie müssen ja auch zuhören, wenn Sie mir eine Frage stellen, sonst ergibt das Frage-Antwort keinen Sinn. Sie müssen tatsächlich aufpassen, wenn es um den Bereich Spielerschutz geht, wenn es bei den privaten Anbietern mehrere unabhängige Untersuchungen gibt, wo der Großteil der Einnahmen, die die erwirtschaften, aus Spielverlusten von Spielsüchtigen stammt. Das war zu dem Bereich Spielerschutz. Das Zweite, Westspiel ist kein Verlustgeschäft für das Land. Der Kollege Zimkeit hat es schon gesagt. Wir haben nicht nur die Zuführung zur Stiftung Wohlfahrtspflege, 8 Millionen Euro, sondern wir haben die Spielbankabgabe. Und das müssen Sie in einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung, wenn Sie immer über den Fehlbetrag reden, müssen Sie das auch einbeziehen. Und die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, was Sie ja immer wieder vermuten und wo ich Ihnen unterstelle, dass es damit zu tun haben kann, dass Sie in der Vergangenheit sich immer wieder in Form Ihres Bundeswirtschaftsministers Rösler damals, der jeden Vorstoß der Suchtbeauftragten der Bundesregierung innerhalb von 5 Minuten revidiert hat, dass es da ein Zusammenhang steht und dass Ihnen Spielerschutz nicht so wichtig ist wie Spendenfluss. Vielen Dank.